N-Cortex. Ja, ich weiß. Puh, jetzt bin ich aber gespannt. Alles klar? Die Klaps hat heute noch offen. Tut mir leid. An dieser Stelle sollte ich sauer sein. Voller Zorn. Wahnsinnig wütend. Erneut habt ihr meine besten Handlanger ausgetrickst und überlistet. Ich müsste mich doch aufregen. Und wir sind auch wütend. Doch es scheint, als hättest du etwas übersehen, mein kleiner Apfelsinenpflücker. Du hast die Kristalle gesammelt und jetzt müssen wir sie dir bloß noch abnehmen. Apfelsinenpflücker, das ist eine schöne Beleidigung. ja, dann nehmen wir mal die Kristalle ab. So typischer Endboss-Kampf, weißt du? Du hast für mich alle Kristalle gesammelt. Zum letzten Mal. Gib mir die Kristalle. Ach, halt die Schnauze. So, das wird, glaube ich, gar nicht so einfach. Ich muss erstmal jetzt natürlich checken, wie ich das machen muss. Höchstwahrscheinlich soll ich nicht in diesen Energiestrahl geraten, der da gerade entfacht zwischen den beiden. Gut und böse im ewigen Duell. Oder so ähnlich. Wow. Muss man aber jetzt mehrere Sachen gleichzeitig im Auge behalten. Multitasking, ich bin keine Frau. Schlimm. Mein lieber Herr, gute Maske, ich habe dessen Namen schon wieder vergessen. Könntest du deinen Kampf vielleicht woanders austragen? Muss das jetzt hier sein? Das stört mich so ein bisschen mit eurem Energiestrahl da in der Mitte da. Ich weiß auch nicht, wann der anfängt, wann ich ihn angreifen kann, wann er angreifbar wird. Deswegen warte ich einfach mal. Jetzt! Ah ja, ich verstehe. Ach, und dann in den Abgrund rein. Alles klar. Ich verstehe das Grundprinzip. Das klingt so, als wenn da ein Staubsauger in der Mitte drin ist. Vielleicht von Vorwerk. So, dann mach mal weiter mit eurem Zauber. Ja. Ach so, stimmt. Gibt verschiedene Muster wieder beim Bosskampf. Wo man sich dann jedes Mal wieder neu drauf einstellen muss. Wäre lustig, wenn ich den auf Anhieb schaffe. Oh, oh! Alter, gib mal weg, ihr tasmanischen Teufel. Alter, das wird hart. Das wird hart, Freunde der Sonne. Das wird hart. Naja, weiter. Das wird hart. Oha, das wird auf jeden Fall eine harte Nummer. Da muss ich mich warm anziehen. Ich habe meine Winterklamotten nicht griffbereit. Was machen wir denn jetzt? Kennt ihr dieses lustige Partyspiel auf Kindergeburtstagen, wo man sich dann Handschuhe und Schal und Mütze aufsetzen muss und dann muss man Schokolade schneiden? Durch die Zeitung hindurch. Voll lustig. Haben wir früher mal gespielt, wie Topfschlagen auch und... Die Schnauze. So, das mal schaffen wir es, denn ich bin Optimus Prime. Nicht. Ich bin kein wandelnder Blechkasten. Ich bin eine Beutelratte. So, treffen. Aber du Sacknase, du. Rein ins Loch mit dir. Und dann den Schlüssel wegschmeißen. Diesmal wirst du nicht siegen. Wie jedes Mal eigentlich. Zumindest konnte ich das den Zwischensequenzen entnehmen, dass er noch nicht allzu häufig gewonnen hat. Ich weiß auch nicht, was sein Ziel ist so genau. Was will er eigentlich? So einfach nur mal ein bisschen Stunk machen? Irgendwie Kristalle haben, um sie zu Geld zu machen? Oder hat er einfach Frustration, weil er schon lange keine Ische mehr abbekommen hat? Ich meine, wenn man so aussieht, dann... Naja. Stelle ich mir das auch nicht so leicht vor. Na komm, Na komm! Hallo? Geht doch. So, einmal noch. Oh, ganz kurz. Ganz kurz am Bein kratzen. So, ah ja, jetzt geht's wieder. Ich mache hier gerade nämlich dieses Let's Play mit vollem Körpereinsatz. Ich spiele im Stehen und sitze im Kacken. Boah! Was? Was ist jetzt los? Oh ja, jetzt dreht ihr aber voll ab, Alter, jetzt drehen die voll am Rad. Jetzt haben sie echt, Es wäre es fast gewesen. Diese Minen haben mich ein bisschen... Hab mich ein bisschen nicht so an die Masken rangetraut. Aber das wäre es fast gewesen. Aber ich denke mal, das ist machbar. Wir haben ja schon zwei Phasen überstanden und ansonsten finde ich den nicht allzu schwer. Ist, denke ich mal, eine Sache, die man hinbekommen kann, wenn man sich ein bisschen konzentriert und, seinen Controller gut in Griff hat. Und ich habe meinen Controller immer gut im Griff. Ich streiche ihn hier gerne abends zärtlich, damit er mich mag.
Ich meine, wie dumm ist der eigentlich? Entweder hat er nicht genug Energie oder warum macht er überhaupt den Schutzwall weg? Das Schutzschild. Lass es doch einfach drauf, dann kann ich dich gar nicht besiegen. Das wäre doch viel schlauer, aber nein. Endbosse oder Endbosse müssen ja immer eine Lücke zeigen. Mut zur Lücke ist deren oberste Devise. Sie sind einfach so arrogant und selbstgerecht, dass sie uns eine Chance geben müssen, sie zu besiegen. Wenn ich erstmal Weltherrscher bin, bin ich genauso drauf. Und dann werde ich den Helden am besten auch irgendwo alleine mit einer Falle einsperren und dann ihm alle geheimen Pläne verraten und dann haue ich ab mit der Erkenntnis bzw. der Hoffnung, dass er dann auch stirbt und nicht entkommt. Anstatt einfach eine Pistole zu zücken und ihn zu erschießen. Das ist, naja. Das ist ja auch immer so. Gerade bei James-Bond-Filmen ist das ja immer wieder herrlich mit anzusehen. Das wurde auch schon oft parodiert. Bei Austin Powers gab es so eine geile Falle. Das war so herrlich. Naja. So, wirf sie, Baby, wirf sie. One more time. Ja, das klappt doch gut. Na komm. Nein! Alter! Geht doch! Eieieiei, der lässt sich nicht so leicht herumschubsen, der Knie. So, jetzt habe ich Angst. Das wird hart. Ich finde das nämlich ziemlich hart, was sie da treiben. Das ist so unberechenbar, wisst ihr? Man kann da so schlecht einschätzen, wo die landen. Schusch! Na! Da wirft er die direkt auf meinen Kopf rauf. Auf den Bobbis. Oh, nee. Das Dumme ist halt an diesen scheiß Bosskämpfen, man muss immer wieder von vorne anfangen. Das schlaucht. Da kriegst du Augenräder. Ringe. Und Räder. Da krieg ich auch Räder. Oh, nee. Bin ich Game Over? Na komm. Nee? Ah. Leider nicht. Wieso leider? Weiß ich auch nicht. Oh. Was für ein Raum befinden wir uns eigentlich? Was ist das für ein Gekrissel da hinten am Computerbildschirm? Was ist das eigentlich? Verrückter Wissenschaftler. Fehlt nur, dass er irgendwie zur Tastatur geht und wild drauf rumkloppt und dann irgendwelche Hacks da macht oder was weiß ich. Wieso? Hacker in Filmen werden immer lustig dargestellt. Das kann ich euch sagen. Tschüss. So, die ersten zwei Phasen, das klappt, das geht. Dass er ihm auch mal helfen muss. Mensch, Cortex, merkst du denn gar nicht, dass die Maske dich nur benutzt für seine diabolischen Zwecke? Der wird dich wegwerfen wie eine Aldi-Tüte. Naja. Boah, hat ein bisschen was vom Western, die Musik, ne? Ja, wir duellieren uns ja auch gerade, das passt. Wie er auch rumwippt. Das hat ein bisschen was von dem Tanz, was unser Cortex da gerade macht. So, jetzt Konzentration. Ich muss noch einen Schluck trinken. Jetzt geht's ums Ganze. So, lass es uns tun. Nicht in dem Sinne, den ihr jetzt gedenkt zu glauben. Come over! Oh. Ja? Er wirft ja auch immer mehr. Der verrückte Schweinehund. Ja? Ins Loch? Jawoll! Strike! Schnellleitschuhe. Um schneller zu rennen, halte während des Rennens die R2-Taste gedrückt. Ja, geil. Jetzt tanzt er erstmal noch. Ja, mein lieber Crash, du kannst dich jetzt auch freuen. Wir haben es geschafft. Wir haben die Welt mal wieder zu einem besseren Ort gemacht. Schon wieder besiegt? Das ist nicht fair. Ich sollte mich an einen schönen Strand setzen. Mit einem großen Drink und einer Frau mit großen Eisbeuteln für meinen Kopf. Es ist noch nicht vorbei, Bandicoot. Da sind noch die Edelsteine. Ja, wir haben es geschafft. Ich werde noch nicht ganz beenden. Ich werde gleich nochmal ganz kurz ins Spiel gehen, um zu gucken, was denn zeittechnisch so drin ist. Ja,
das war's. Eigentlich kann ich ja schon mal mich verabschieden. Das war's mit dem Let's Play zu Crash Bandicoot 3 Warped. 100% seht ihr von mir ja nicht, wie gesagt. Das könnt ihr dann gerne selber probieren oder euch woanders anschauen, wie auch immer. Hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Ne? War ein gutes Jump'n'Run, war durchaus solide. Hatte eine für PlayStation-Verhältnisse gute Grafik, gute Sounds, gute Musik. War gut zu handhaben, das Gameplay war gut. War recht knackig, aber so soll es eigentlich auch sein. Ne? Also es soll schon eine Herausforderung sein. Ich war vielleicht auch einfach zu schlecht, aber es war schon ein schwieriges Spiel, muss man sagen, finde ich. Also ein Mario-Spiel finde ich größtenteils, kommt auf das Mario-Spiel natürlich an, finde ich größtenteils einfacher. Es hat einfach Spaß gemacht. Die hatten sich bei den Leveln vielleicht ein bisschen mehr... Die Level waren zwar unterschiedlich aufgebaut, aber sie waren sehr ähnlich zueinander. Ne? Da bin ich anderes gewohnt. Aber ansonsten kann man über das Spiel eigentlich gar nichts Negatives sagen. Und es hat mir große Freude bereitet, euch das hier einfach zu präsentieren. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen, mir dabei zuzuschauen, wie ich regelmäßig gefailt bin, Schwachsinn gelabert habe und ab und zu auch mal eine fitzelkleine Millisekunde von Skill gezeigt habe. Das ist ja auch ab und zu mal vorgekommen. So, müssen wir uns das jetzt antun. Was haben wir denn da für Namen? Tsurumumi, Ruishi Hagagawa, Junichi B. Kobayashi, Megumi Hosoya, japanische Namen halt, Akiko Ogawa, Katsunari Mikawa, Masayuki Mitsuno, Halalalalalalo, Kentaro Anzai, Akira Sato, Toshiyuki Miyata. Oh, die haben alle so einen Namen, ey. Das sind doch so Namen, die kann man schön schreien. Ashikoto Miyata, Charles Sembelas, das ist kein japanischer Name. Mark Motherbauch. Okay, nicht schlecht. Ron Horwitz, Kevin Spears, Voice of Dr. Neo Cortez and the Great Uka Uka, Clancy Brown, klang fast wie ein weiblicher Name, Michael Ensign, William Hodkins, Copyright 1998, Universal Interactive Studios Production, Naughty Dog und bla bla bla. So, wo landen wir jetzt wieder, oder beendet sich das Spiel jetzt einfach? Nee, wir landen tatsächlich. Landen wir hier. Und können ganz normal weiterspielen. Wir müssen irgendwie so. Genau, so können wir schnell rennen. Da haben wir ja eine neue Fähigkeit bekommen. So, wir gucken das jetzt uns einfach mal an. Gucken uns das jetzt einfach mal an. Wo war denn das erste Level? Ich base das doch nicht. Mann, Mann, Mann. Das sieht hier. Das war das, glaube ich. Und dann gucken wir uns das einfach mal ganz kurz an. Gehen wir rein. Und gucken mal, ob jetzt irgendwas passiert. Ja, ja. Ash, Coco, wenn ihr den Kristall eines Levels schon geholt habt, werdet ihr beim zweiten Mal eine schwebende Uhr finden. Die Uhr aktiviert den Zeitmodus. Wählt ihn und die Uhr beginnt zu ticken. Lauft so schnell wie möglich, aber passt auf. Einige Elemente ändern sich. Aha. Naja. Aber ich habe irgendwie... Nee, ich muss das jetzt nicht nochmal alles neu. Ich finde das nicht so wichtig. Die Level sind vielleicht jetzt ein bisschen anders gestaltet. Das kann sein. Wir machen einfach mal jetzt einen Zeitrennen und gucken mal, wie das aussieht. Jetzt können wir auch schnell rennen. Das passt ja auch ganz gut zum Zeitrennen, muss man sagen. Ah, oh, ich schlag mich nicht schlecht, hä? Das sollte ich ja wohl schaffen. Oh, kriegen wir sogar Zeit dazu. Aber in späteren Leveln ist das doch fast unmöglich, ey. Da kannst du mir nichts erzählen. Die Zeit hätte ich vielleicht mitnehmen sollen. Egal, ich bin schnell. Ich bin hier gerade Turbo-Modus. Habe keine Zeit. Ich bin der rennende Hase aus Alice im Wunderland. Tick-Tock, Tick-Tock, Tick-Tock. Tick-Tock on the clock. Under my umbrella, umbrella, umbrella. Hey, hey. Hey, guck da. Ja, ja, ich renne da durch wie der junge Forrest Gump. Das habe ich doch wohl geschafft, hä? Ah, habe ich einen Ank bekommen. Bestzeit. Super. Das heißt, ich kann jetzt theoretisch jedes Level nochmal machen und dann halt schnell Name eingeben. Boah, sogar mit Highscore-Jagd hier. Dann nenne ich mich natürlich, Stu. Denn Disco Stu ist super gut. Oh Mann. Nee, das mache ich jetzt nicht. Nee. Auch wenn ihr bettelt. Nee, das mache ich jetzt nicht. Wie kriege ich denn den komischen anderen Kristall? Ich gehe da nochmal rein. Guck mal. Ja, ist ja in Ordnung, Crash. Ja, wir wissen's. Ja, du bist ein geiler Hengst. Ja, hör doch auf damit. Ich will da nochmal reingehen, weil ich wissen will, wie ich denn den anderen Kristall bekomme. Vielleicht muss ich das ja nacheinander machen. Kann ja auch sein. Das scheint mir nicht so.
Nö, ich wüsste jetzt nicht. Ja, nö. Ich gehe im Warp Room zurück. Könnt ihr mir gern schreiben. Ne? Also, ich bin dafür, wenn ihr Bock habt, das hundertprozentig zu spielen, den Anspruch habt, das so zu machen, dann macht das doch bitte. Ich erlaube es euch. Und ansonsten war es das mit diesem Let's Play. Und es folgen weitere Let's Plays. Das war ein kurzer Quickie, könnte man sagen. Einfach mal wieder Bock gehabt, das Spiel rauszukramen, es mal wieder durchzuspielen und es mal wieder zu erleben. Einfach mal ein bisschen in Kindheitserinnerungen zu schwelgen. Bis zum nächsten Mal, euer Akkus. Auf Wiedersehen.